So, ne? Also, Stefan musste seinen wichtigen Anruf entgegennehmen. Ist ja ein vielbeschäftigter Mann, der Kerl. Wenn man seine eigene, also wenn man seinen eigenen Malerbetrieb hat, hey, dann ist man schon geschätzt, ja. Krass, gell? Ja. Dann merkt man es erst. Ach, wo ich gerade Claptrap hier rumfand. Du hilfst mir und ich bezahle dich. Ganz ich habe wieder ein paar neue Informationen. Sind aus dem Hyperion-Reservat entwischt. Über es wäre zwar amüsant zu beobachten, wie sie versuchen, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern, aber sie müssen getötet werden. Du musst sie irgendwie herauslocken. Begib dich zu Moxie und hol Köder, die ich geordert habe. Wie haben dich die Banditen überhaupt geschnappt? Ja, ich war Pinkel und einer von denen hat mich K.O. geschlagen. Nee, warte lieber nicht. Wow, du bist echt ein Trottel. Jupp, ich, kann uns aufhalten. Total bescheuert. War nur ein Witz. Freut mich, dich zu sehen. Oh, danke. Jetzt solltest du sagen, ich freue mich auch, dich zu sehen. Oh, stimmt. Ich, schön, dich zu sehen. Cool. Hab keine Mission sehen im Moment. Turteltäubchen noch? Anson Jack wird uns alle killen, wenn du ihn nicht aufhältst. Okay. Meint Hallo. Das ist seine Art, Hallo zu sagen. Hab nichts für dich. Vielleicht habe ich später was für dich. Ich werde ehrlich zu dir sein, Soldat. Wir verlieren diesen Krieg. Seit Jahren versuchen wir, Jack zu stoppen, indem wir seine Männer erledigen und seine Iridiumminen plündern. Aber das reicht nicht. Aber du bist Jack begegnet und du hast überlebt. Du hast Rippers und Bloodshots besiegt. Und mir und Lilith den Arsch gerettet. Danke übrigens. Wenn wir das hier überleben wollen, brauchen wir deine Hilfe, Kammerjäger. Wir dachten, Jack will eine Kammer öffnen und ihre Macht nutzen, um uns auf Pandora auszulöschen. Aber dank einiger Infos, die ich von einem Hyperion-Konvoi gestohlen habe, fand ich raus, dass wir falsch lagen. Was? Er will keine Kammer öffnen, er will sie kontrollieren. Ich kann mich gern wiederholen. Was? Die Kammer, die Jack sucht, ist kein Alien-Gefängnis oder Waffenlager. Sie ist lebendig. Ein uralter iridianischer Krieger. Mächtig genug, alles Leben auf Pandora zu zerstören. Wer ihn weckt, kontrolliert ihn auch. Das klingt übel. Wenn Jack den Krieger weckt, ja. Aber wenn wir den Krieger vor ihm kontrollieren... Könnten wir mit seiner Hilfe Hyperion ausrotten? Ja, dieser Plan gefällt mir. Es gibt da ein Problem. Wir brauchen den Kammerschlüssel, um den Krieger zu wecken. Nur Jack hat ihn bereits. Aber wenn du mit Tennis gesprochen hast... Hat sie nicht gekotzt, als sie dich gesehen hat? Das macht sie nämlich manchmal. Sie hat dir vielleicht gesagt, dass der Schlüssel mit Iridium aufgeladen werden muss. Uns bleibt nicht viel Zeit. Jede Unze, die Jack von dem Zeug zutage fördert, bringt ihn seinem Ziel näher, diesen Krieger zu kontrollieren und uns auszulöschen. Wir brauchen diesen Kammerschlüssel. Wenn jemand weiß, wo der Schlüssel ist, dann mein Spion im Tundra-Express. Er kann so gute Infos besorgen, wie er trinken kann. Also bin ich mir sicher, dass er gerade seinen Rausch ausschläft. Du wirst eine Feuerwaffe brauchen, um ihn zu wecken. Ich erkläre dir alles, sobald du dort bist. Okay, jetzt. Nein, jetzt kann ich laufen. Stopp. Ah, ja, okay. Wir machen, mal ein paar Nebenmissionen, oder? Falls du keine Feuerwaffe hast, Marcus hat vielleicht welche. Hast du eine Feuerwaffe? Nee, passt schon, das ist scheißegal. Mir fällt ja gerade ein um die Plätze, wo man das machen muss. Da sind ja so Feuertürme drum. Ja. Man muss einfach nur hingehen, die aktivieren und dann kommt Feuer und dann werden die getötet. Ein Kammerjäger, das ist ein schlechtes Zeichen. Ja, eine Moxis Pizza auf, da weiß ich schon, wo man hin. Pizza Pasta, oh Pizza. Aber, gut, die Influencer ich komm nicht zum Labern. Aus irgendwelchen Gründen Pizza unwiderstehlich. Du wirst sie damit herauslocken und dann töten. Okay, jetzt kannst du was sagen. Weil ich vorhin einen Claptrap gesehen habe. Ich habe letztes Video ein... Claptrap Beatbox Time. Ich habe mir letztes wieder ein Video angeschaut über einen Claptrap. Bei den neuen Borderlands. Weiß ich gerade nicht, wie das heißt. Charakter Claptrap. Der kann High Fives vergeben. Wenn jetzt ein Mitspieler, also dann ein High Five gibt, dann kriegt man so für eine kurze Zeit so einen Bonus. Man ist schneller, man kann schneller nachladen, alles Mögliche.
Und die eigentliche Fähigkeit von Claptrap ist, man kann immer so hier, wenn man dann halt die Taste drückt für die Fähigkeit, dann sieht man so ein kleines Auswahlfeld, dann sucht ihr da automatisch so ein paar Felder aus. Dann gibt es verschiedene Claptrap-Fähigkeiten. Bei einem droppt er einen ganz kleinen Claptrap, der für ihn schießt. Dann gibt's, was gibt's denn noch? Da hat er eine Granate, eine große Bombe in der Hand. Wenn er da hinfährt, dann explodieren die um die rum. Da gibt's eigentlich alles Mögliche. Ja. Ich habe eigentlich nur von Claptrap was gesehen. Von den anderen, dreien habe ich mir irgendwie noch nie was angeschaut. Ja. Wir sind so das kannst du auch wieder labern. Wieso? Wieso sind wir hierher gefahren? Hier draußen ist gar keine Schnellreise. Oh. Fahren wir einzeln oder darf ich dir ansteigen? Geil, du hast ja die geile Farbe, Mann. Ich lenk hier mit der Maus. Ja. Das fängt hier schon super an. Muss man dazu sagen, wir haben mit. Wir zurzeit haben wir so viel Need for Speed World gespielt und da müssen wir uns jetzt ganz ehrlich gesagt erst wieder etwas umstellen, wenn wir jetzt hier mit den Kahnen nochmal rumfahren. Hallo? Ah, bitte. Ja, ich habe jetzt gedrückt. Ach, du hast gedrückt, gut, danke. Ich hab gedrückt. Bam, 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 bam. Haben wir eigentlich jetzt auch die Nebenquest vom Set bekommen? Vom Set? Vom Set gab's keine. Ja. Habe ich keine angenommen. Ich habe eine von der. Oder haben wir die nicht schon gemacht? Die mit dem komischen Doktor, wo man extra mit einer die bestimmten haben Waffe. Die haben wir schon gemacht. Stimmt, da habe ich ja die unendliche Pistole bekommen. Genau. Gibt's hier nicht irgendwo mal Schnellreise? Da. Ja, aber da mussten wir den Turm aktivieren. Fahr nochmal zurück zum Happy Pick Ding rum. Ich bin beim Happy Pick. Ach, wir sind halt da. Ja, das ist ja okay. Gut. Toll! Wird noch einfach da. Egal. Bitte. Fail! Ich weiß ja, was es hingeht. Weil ich weiß ja schon, was das für eine Quest ist und da kann ich schon mal sagen, das ist ein Easter Egg sein. Ja. Soll aber ein Easter Egg sein. Eigentlich, aber dann müsste ich vielleicht erst einmal hier die Waffe wechseln, weil mit dem Raketenwerfer. Vielleicht nicht so gut. Ich hab ne geile Pistole, die macht 137 Schaden. Sag mal, wo bist denn du? Ich bin immer noch im Ladebildschirm, du. Das müsstest du eigentlich jetzt halt ausschließen. Ja, bist du scheiße. Ich kenn den nicht. Ja, selbsttragbare Klinik. Was kann ich für dich tun? Jetzt hätte ich wieder mit dem Schweizer angefangen. Ich habe es extra für dich gelassen. Ach, meine Pistole macht 103 Schaden. Ich hab 137. Oh, 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 oh. Meine ist violett, also besser gesagt von der Farbe hier. Was ist mein? Die neue Disney-Serie. Dann kann's ja losgehen. Da gibt's jetzt eine eigene Kollektion zu Violetta und ein eigenes Tagebuch. Du musst dir gerade selber helfen. Danke für das schöne Teamwork. Bitte! Besser kannst du gar nicht. Teamwork! Was bedeutet für dich Teamwork? Weglaufen und die anderen zurücklassen. Da liegt eine Quest, soll ich die aufnehmen? Mit diesen Mutanten ist nicht zu spaßen. Lass ihnen keine Chance. Sebi. Hier liegt eine Quest, soll ich sie aufnehmen? Ach, das ist ja die nächste, da können wir eigentlich auch gleich machen. Du hast meinen KI-Kern herausgefordert.
geschossen. Ich brauche ein neues Gehäuse. Es gibt einen kaputten Constructor im Bloodshot-Damm. Setze mich in die Kamera. Wir können jetzt eh gleich in Battle. Es ist in mir drin! Oh. Na komm her, schmeiß doch nicht mal deine scheiß Granaten hin. Nein! Du warst schon immer mein Liebling! Ich kann dir gar nicht genug danken. Jawoll! Als ich hier gleich. Komm mal runter. Als ich. Ja, will ich ja auch nur, ich bin die ganze Zeit weggeschossen. Dein Self! Die Granate, wie schlecht das ist. Weil ich hab die 1000. Ich hab die 1000 ein Hüter da. Wow. Pistol, ich hab dir jetzt einen scheiß Huhn gesehen, also ganz genau. Ich hab mich doch. Ach, das macht er da? Warte mal, da kommen wir hoch. Ach, ich, da geht's nach oben, Alter. Da drin ist eine Schrotti, vielleicht auch. Ja, warte, ich bin nee, die ist schlecht. Ich habe jetzt mal gekauft. Du musst über das Intercom mit dem Bestien kommunizieren. Sollten deine Futterversprechungen sie überzeugen, lassen sie dich hinein. Oh, Laborratte. Ich bin alle. Was hat sie? Oder was sieht sie? Oh, wieder eine Pistole. Gefällt mir, greift mir. Die ist geil. Die ist besser. Die ist auch besser wie meine gewesen, Alter. Die hat zweimal. Du hast doch gesagt, du. Ja. Ich hab gesagt. Ne, weil du hast doch gesagt, du hast eine bessere Pistole. Weil ich habe eine 100. Was? Eine 103er. Und du hast gesagt, du hast noch eine bessere. Ja. Ist es die bessere, oder was? Ist das die bessere? Wie hatte dann die gerade, wo du jetzt aufgehoben hast? Denselben Wert, nur mal 2. Echt also jetzt? 137 mal 2, oder? Warte. Ja, ja. 131. Okay. Riech ich da Marshmallows und Skag-Urin? Komm rein, Keule! So. Und vielleicht müssen wir mal kurz was erklären. Wir sind hier. Man kann das vielleicht mal hier kurz zeigen. Pizzaschachteln ohne Ende, alle Moxis Pizza. Wir haben 4 Stühle. Wir sind in der Kanalisation. Herzlich willkommen bei den Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, eigentlich Teenage Mutant Ninja Rats, aber. Genau. Dies hier, das soll ein Easter Egg von Teenage Mutant Ninja Turtles sein. Das werden wir jetzt auch gleich an die Gegner sehen, weil die haben alle haben die Farben. Da vorne ist jetzt Lee. Soll es denn Liu sein? Das ist der mit den 2 Waffen. Der hat doch jetzt auch 2 Waffen. Richtig. Und der ist auch blau. So. Und jetzt schauen wir. Dann kommt jetzt kommt der. Das ist Dan. Das soll sein Donatello. Der ist auch lila. Der hat auch den Stab. Gut, in dem Fall hat er keinen. Doch, der hat auf Rücken. Ja, hab ihn gesehen. Und jetzt ist er weg und wer kommt jetzt als nächstes? Da kommt Raphael! Richtig, Ralf. Also der rote mit diesen 2 komischen Teilen. So. Der und als guter Letzt kommt da hinten noch Mick. Das ist Mikey, der orange mit Teil 2. Michelangelo. Der mit den Onchak. Der Orange. Und die 4, das ist hier nicht das einzigste Easter Egg. Es kommt noch was dazu. So.
Moment mal, du hast eine andere Quest aktiviert, die ich jetzt nämlich auch sehe. So, ich habe wieder die richtige aktiviert. Gott, so, und jetzt noch Platte killen. Und jetzt sind alle vier gleichzeitig da und jetzt müssen wir halt erstmal. Und wie ihr bemerkt habt, sie haben auch Schilde auf dem Rücken. Ausgezeichnet. Komm zurück. Ich habe hier einen hübschen Batzen Blutgeld für dich. Und wenn ich Blutgeld sage, meine ich auch Blutgeld. Ja. So. Und hier kann man jetzt ein bisschen weitergehen, noch die Kanalisation. Also praktisch durch ihre... Oh, ich habe gerade ein Schild aufgenommen. Ich weiß nicht, ob das besser war. praktisch durch die Wohnung von denen. Hey, Medikits. Ja, und danke für die Info. Wie schon gesagt, das war halt noch nicht das... das letzte Eck. So. Letzte Eck. Und hier jetzt kommen sind wir zum Pub. Hier ist praktisch der Fernseher und so weiter. Und da hinten sind vier rote. Fünf rote Lichter. Und wir müssen jetzt die ganzen fünf rote Lichter mit dem Fernseherknopf hier, mit dem Schalter hier, diesem Rad und mit dem Hebel hier vorne müssen wir alle grün leuchten bekommen. Eins. Mach nochmal. Warte, ich mach mal hier das Rad. Das kann jetzt schon eine Weile dauern, dass wir das heraushauen. Warte mal kurz. Oh, jetzt sind alle wieder rot. Ah, eins noch. Na! Oh Gott. Alter, ich weiß schon, die Folge kannst du jetzt failen, Mann. Aha! Okay, nochmal. Mach den Hebel. Dann mache ich jetzt hier das Rad. Okay, Hebel. Schalter. Oh. Fernseher. Hebel. Oh. Ein noch, aber das kriegen wir nicht zusammen. Hä? What the fuck? Es war fertig! Und dann hat einer von uns nochmal geklickt und dann war's weg! Oh. Du was? Okay. Ja! Ja! So. Und jetzt hat. Badass! Flinter! Flinter! Wer ist das wohl? Das ist Meister! Das ist jetzt Meister Flinter! Meine Haut!
Hier kommt ein Eierknacker! Ja, und wir haben den ganzen Kack nur gemacht, damit wir einen Gegner abbekommen. Nur ich frage mich, was das sein soll. Ob das jetzt der Ratte ist, weil der Meister Splinter, der ist ja in echt eine Ratte. Warte, lass mich. Meine Shotgun. Die schlechter kannst du mal schauen. Brauchst du eine Shotgun? Merke ich gleich. Ich nehme es immer mit. Das war auch schlecht, aber. Oh, da oben ist ein Sturmgewehr, ist nichts für mich. Nee, ich habe auch kein Sturmgewehr. Nimm's mit. Ich habe Shotgun, Sniper und die Pistole immer drauf gegeben. Mach mal gleich die nächste Quest.